Jag pratar engelska och arabiska och svenska och lite turkiska på Aleppo universitetet. Jag har studerat 2 år men jag har inte lyckats. Och jag ville att lära mig språket först. Ja, och jag började att söka ställe som kan, eller organisationer och föreningar som kan hjälpa mig att lära mig språk eller hitta något praktikplats, någon praktik. Som sagt, när jag fick mitt uppehållstillstånd så jag började kämpa hårt med att lära mig svenska språket. Då tyckte jag att det var som nyckel som man kan öppna dörrar med den nyckeln. Jag började med SFI 2010 och september sen klarade den efter 6 månader och började studera på Komvux vidare med tanke på att förbättra svenska kunskaper hela tiden och vara närmare arbetsmarknaden. Jag utvecklade mitt språk mycket bra tyckte jag då när jag jobbade på Manpower och på den här restaurangen. Sapevo già l'italiano, o comunque ero già in fase avanzata per quanto riguarda appunto. Poi dopo un anno ho iniziato a frequentare una scuola della lingua italiana fuori da Cincio da Colinza. Poi dopo tipo 2 anni e mezzo mi sono trasferito a Siena e ho iniziato anche a frequentare la scuola di licenza media. Poi ho finito tutto e tutto qua. Ho imparato a scuola perché andavo a scuola, che ho studiato quasi 2 anni, 1 anno e mezzo. E poi con la ragazza, con gli amici, il francese è molto simile all'italiano. Chi parla francese, cioè per loro è un po' facile parlare italiano rispetto a quelli che parlano inglese. Ho imparato bene l'italiano quando sono arrivato a Siena. Allora andavo a scuola a Corte di Miracoli e poi Università per Straniero, vicino alla stazione. Quindi seguivo tutti e 2 corsi. Andavo 3 volte alla settimana all'Università per Straniero e 2 lì a Miracoli, quindi 5 giorni in settimana. Già da primi 6 mesi ho imparato meglio che prima. Ogni giorno miglioravo. In Europa, in Francia, c'era la sorella, come ho detto prima, che lì era il suo. Però, quando sono arrivata, mi sono iscritta subito a un corso di italiano, perché a me piace imparare le lingue come si deve, no? Imparare per bene. E quindi mi sono iscritta subito a un corso di italiano, ho fatto un corso intensivo, principalmente per imparare la grammatica, e mi sono resa conto che è molto più simile l'italiano con il brasiliano che mi immaginavo, quindi alla fine è stato facile, più facile che mi immaginavo. Ora ancora lo so che mi manca, provo a sviluppare, no, ogni giorno di più il mio italiano, però sì, il corso mi ha aiutato tanto. Avere degli amici italiani mi ha aiutato tanto, perché non è che ho una comunità brasiliana per caso, no? Quindi non è che parlo brasiliano, portoghese ogni giorno, parlo italiano più che altro. E dopo è l'amore, no? È venuto fuori, no? L'amore con un italiano, quindi anche la lingua dell'amore si impara più veloce, no? Ho scelto un corso a Firenze e Leonardo da Vinci era la scuola, quindi una scuola di lingue per gli stranieri. E sì, ho fatto un corso intensivo da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 2, quindi per un mese. E ho fatto soltanto un mese, però mi ha aiutato già tanto a entrare un po', a conoscere un po' più in profondità la lingua e dopo nel giorno a giorno, no? Perché penso che sì, una base grammaticale o una scuola che ti dà un supporto per imparare la grammatica è molto importante, però dopo è il giorno a giorno, no? E se te ti impegni a imparare, non soltanto a studiare, però a praticare più che altro. E quindi la prima cosa è se ti piace le lingue, perché c'è una questione di affinità, secondo me, con le lingue, no?
E si deve imparare per forza, e la miglior cosa è, se devi imparare per forza e non hai un'affinità a imparare le lingue, la scuola ti aiuta tanto, no? Quindi avere un supporto di metodo. un metodo, no? Una metodologia e un supporto e la disciplina, perché ci vuole disciplina e quindi aiuta tanto. E altrimenti, se te hai già facilità in imparare una lingua, se, penso che una base sì, della scuola, però il giorno a giorno, la pratica di ogni giorno aiuta tanto. Meine Muttersprache ist Arabisch. Etwa fünf. Ich kann fünf Sprachen. Arabisch, Deutsch, Englisch, Türkisch und Kurdisch. Und demnächst möchte ich Spanisch lernen, weil ich dann fürs allgemeine Abitur zwei Fremdsprachen haben muss. Ich konnte vorher gar kein Deutsch und ich habe mir auch die Sprache selber erlernt. Dadurch, dass ich in der Türkei war, habe ich gelernt, wie einfach die Fremdsprachen zu erlernen, weil ich auch keine Möglichkeit in der Türkei hatte, eine Sprachschule zu besuchen. Ich habe Türkisch schreiben, lesen und verstehen selber gelernt. Man muss erstmal den Mut haben, mit der Sprache anzufangen. Man muss sich bewusst sein, wenn man die Sprache nicht lernt, dann kommt man auch mit dem Leben im Land nicht klar und man kommt auch nicht weiter. Man kann sich auch mit den Leuten nicht verständigen. Also das heißt, dem Mann bleibt nichts anderes, als die Sprache zu lernen. Das ist der erste Schritt. Dann muss man versuchen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das heißt, es ist völlig gleichgültig, wie man spricht, ob man grammatikalisch korrekt spricht oder nicht. Muss man einfach zu sprechen versuchen. Und das wird dann mit der Zeit viel, viel besser durch die Übung. Erstens, man muss auch viel lesen. Man könnte auch im YouTube-Videos anschauen. Das habe ich auch als erstes gemacht. Es gibt viele hilfreiche Videos, die wirklich alles ausführlich erklären, wie man zum Beispiel die Buchstaben lernt, wie man die Buchstaben ausspricht, wie man Sätze bildet und so weiter. Und es geht alles Schritt für Schritt. Man muss erstens den Mut haben, Ehrgeiz und man muss auch dafür was tun. Und wie gesagt, von nichts kommt einfach nichts. Man muss einfach was dafür tun, man muss sich darauf konzentrieren und man muss sich auch von nichts ablenken lassen. Das heißt, man hat immer wieder Probleme zu Hause, man hat auch im normalen Leben Probleme. Man darf sich einfach von den Problemen nicht ablenken lassen. Man muss sich einfach auf sein Ziel konzentrieren und dann wird das schon. Ich habe mich dann für einen Sprachkurs angemeldet. Dort war ich etwa 2 Wochen. Aber ich habe erkannt, der Sprachkurs bringt mir nicht viel. Erstens, weil die Leute, die mit mir im Sprachkurs sind, die sind viel älter und ich habe ja auch selber gelernt. Ich habe die Sprache auch selber zu Hause gelernt. Da war ich auch viel vorgeschrittener als die anderen. Deswegen habe ich mich dann entschieden, in eine normale Schule, in der dann Deutsche auch normale Deutsche sind, zu gehen. Ich bereue es nicht, dass ich in einem Sprachkurs war. Es waren zwar nur 2 Wochen, aber man hat einfach die Grundlagen richtig gelernt, wie man mit der Sprache anfangen soll. Dadurch, dass ich die Sprache gelernt habe, ist es natürlich mit dem Leben viel besser geworden. Ich wohne halt in einem kleinen Dorf und die Leute sind sehr zurückhaltend. Und wenn man sich nicht versteht, zum Beispiel wenn man die Sprache nicht kann, dann ist es viel schwer mit dem Kontakt und ist es auch viel schwer, die Leute kennenzulernen. Und wie gesagt, dadurch, dass ich die Sprache gelernt habe, habe ich auch viele neue Leute kennengelernt. Ich konnte mich auch mit den Leuten viel, viel besser verständigen. Man hat mich immer wieder gekannt, dass ich ein bisschen Deutsch kann, dass ich auch den, da, dadurch, dass ich auch den anderen beim Übersetzen geholfen habe, war eigentlich für mich viel, 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 viel besser, dass ich die Sprache gelernt habe. Es gibt viele Apps, mit denen man Deutsch lernen kann, mit denen auch deutsche Texte und Vokabeln übersetzen kann. Man muss halt, wie gesagt, im Internet nachsehen und man muss halt die App raussuchen, mit der man sich auskennt und mit der man auch am meisten lernt. Ich habe ein paar Apps genutzt,
Das war die berühmte App, Google. Und es gab auch eine zweite App, die namens Dict, glaube ich. Wodurch ich am meisten gelernt habe, war Facebook durch das Lesen, Bücher und so weiter. Meine Muttersprache ist Jesidisch. Arabisch habe ich an der Schule gelernt. Einen Dialekt von kurdischer Sprache kann ich schon sprechen. Englisch habe ich auf Englisch studieren dürfen. Und natürlich Deutsch spreche ich auch. Als ich im Arab war, als ich mich entschieden habe, nach Deutschland zu kommen, wollte ich eigentlich einen Sprachkurs für deutsche Sprache im Arab besuchen. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich nach Deutschland kommen würde oder nicht. Und deswegen habe ich keinen Kurs besucht. Aber danach, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich erst Sprachkurse besucht. Natürlich gibt es viele Kurse. Es gibt jeden Monat einen Kurs, den man besuchen möchte. Aber es dauert nicht lange. Zuerst als ich selbst also ich war in Camp, danach bin ich nach Kotzingen gezogen. Es gab keinen Kurs. So bin ich zu Fahrrad gekommen und wollte einen Kurs besuchen. Es gab viele, die einen Kurs besuchen wollten. Deswegen haben wir einen Kurs in Kotzingen bekommen. Habe ich den alphabetischen Kurs in Kotzingen besucht. Es hat nur 3 Monate gedauert. Ich habe viel von diesem Kurs gelernt. Dann danach durfte ich einen B1-Kurs, also den alphabetischen Kurs habe ich mit Frau Weber machen dürfen. Und danach habe ich einen B1 an der VHS besuchen dürfen. Also es hat nicht lange gedauert nach dem Ende des alphabetischen Kurses. Danach habe ich im Juli 2016 den Kurs anfangen zu dürfen. Und gleichzeitig habe ich die Berufsschule auch besuchen dürfen. Also am Vormittag habe ich die Berufsschule besucht, am Nachmittag habe ich den B1-Kurs besucht. Es hat nicht lange gedauert, bis ich die Prüfung gemacht habe. Anfang 2017 habe ich die Prüfung gemacht und die Prüfung bestanden. Danach habe ich mich für einen B2-Kurs angemeldet. Ich habe den Kurs ungefähr 2 Wochen besucht. Es war sehr leicht, deswegen habe ich mich entschieden, mich für einen Science-Kurs anzumelden. Es gab leider keinen Kurs im Landeskreiskamp, deswegen musste ich mich für einen Kurs woanders anmelden. Ich habe es versucht, in Regensburg das zu machen. Es gab auch keine Kurse mehr, also gab es keine freien Plätze. Ich habe mich für einen Kurs bei der VBA in Nürnberg angemeldet. Das war im August. Im August durfte ich den Kurs besuchen. Es hat nur 3 Monate gedauert. Ich habe die Prüfung gemacht und die Prüfung bestanden mit C1. Manchmal habe ich auch mit Freunden gelernt, aber eher alleine habe ich gelernt. Mit Deutschen habe ich Kontakt gehabt, aber noch habe ich geschrieben, als man traut sich nicht am Anfang Deutsch zu sprechen. Es hat ein bisschen gedauert. Deutsch ist nicht schwierig und nicht schwierig. Wenn man will, dann gibt es keine Schwierigkeiten. Artikel war am schwierigsten am Anfang, aber danach ist es alles leicht. Also, immer im Internet gibt es welche Gruppen oder solche Sachen, wo man Freundschaften schließen kann. Es muss nicht Freundschaften sein, man kann zumindest es gibt irgendwelche Videos, wo man da holen kann, wo man schreiben kann. Und wenn es irgendwas falsch ist, dann gibt es mehrere hunderttausende Menschen, die das korrigieren würden und sagen, dass das nicht richtig ist, dass so ist. Man kann sich auch irgendwelche Freunde auf WhatsApp, Instagram oder sowas finden, wo man zumindest mit ihnen schreiben kann, obwohl man nicht
am Anfang kann man ja kein Deutsch oder man kann nicht richtig Deutsch, deswegen kann man schreiben, wenn man das schreibt. Und, obwohl ich das falsch sagen kann, aber sie wollten das richtig schreiben und zurück an schreiben. Und das kann man auch verstehen, dass das falsch war und dass das Richtige ist. Das habe ich gemacht. Also, es war wie Bekanntschaften, habe irgendwelche WhatsApp-Nummer bekommen, habe immer mit ihnen schreiben können. Ich habe immer irgendwelche Fehler gemacht, sie haben das korrigiert und mir zurückgeschrieben, obwohl sie nicht gesagt haben, aber trotzdem habe ich gewusst, dass ich das falsch gemacht habe und habe mir das kopiert. Es gibt irgendwelche Programme, wo sie irgendwelche Informationen offline bekommen können. Es gibt bestimmte Apps, wo sie das offline benutzen können und das ist ja richtig korrekt und dass man immer benutzen kann. Irgendwo im Zug, im Bus, zu Hause, in der Schule, auf der Straße. Wenn man auch mit einer Mannschaft spielt, dann kommt man immer in eine Gruppe, wo sie immer Deutsch schreiben, wo sie immer diskutieren, da kann man auch Deutsch lernen. Wenn man irgendwelche Nummern bekommt oder wenn man in eine Gruppe kommt, kann man auch auf WhatsApp einmal benutzen, um Deutsch zu schreiben oder kann man auch durch WhatsApp oder Instagram. Instagram kann man nicht, aber WhatsApp kann man auch sprechen, um Deutsch zu verbessern und Deutsch zu lernen. Als ich gesagt habe, es gibt verschiedene Apps, wo man Deutsch lernen kann und wo man sich Hilfe finden kann. Es gibt ein App, heißt Verben, wo man online Verben, offline ein Verb angeben muss. Es gibt dann Konjugierung, Präteritum, Präsens, Perfekt, Plusquamperfekt, Konjunktiv 1, 2, Foto 1, Foto 2 und Imperativ und so. Da. Es gibt ein App, das heißt das, wo man Artikel. Ich habe in Deutschland Deutsch gelernt. Seit 2012 habe ich schon Deutsch gelernt. Oder? Ungefähr 10 Monate oder 11 Monate, denke ich. Aber ich musste auch etwas warten, bevor der Deutschkurs beginnt. Und dann und ab September 2011 sind wir in Deutschland. Nach 5 Monaten, ja, September 2012 hat schon ein neuer Deutschkurs angefangen in Deutsch Income. Und dann ich muss natürlich warten, 8 oder 7 Monate oder 9 Monate von Deutschkurs. Sind wir zusammen beim Deutschkurs? Wir haben schon B1 bekommen. Und dann mein Mann sofort hat schon eine Stelle gefunden. Und dann ich war zu Hause. Ich wollte weitermachen, aber das war nicht gute Möglichkeit in Kam. Ich habe schon B+1 besucht, ganz privat mit 2 oder 3 Personen. Und dann auch war kein B2-Kurs in Kam. Kurmanji, I'm Kurdish native speaker and Arabic because I'm living in Syria. We should speak because we learn in the school Arabic language. We should speak Arabic. So Kurmanji, Arabic, and because I used to live in Kurdistan, Iraq, for 4 years ago, so I am speaking Surani. I used to speak a little English and my mother language and Arabic. So I think it was very helpful when I speak English in Idomeni, because the volunteer came, they came with the things to child, they give them milk and they bring shoes and some stuff for refugees. So I help a lot of families there
as I can. I help as I can. When I arrive in. Είναι Χαμίτ, είμαι από Μαρόκο, είμαι 29 χρονών και ζω στην Ελλάδα από 2010. Είναι χρόνια. Είναι αραβικά και γαλλικά. Ελληνικά και λίγο αγγλικά. Πρώτη στιγμή που έφτασα στην Ελλάδα, ο φίλος μου που ήταν ένα παιδί που ήταν πριν από μένα, εκεί 4 χρόνια πριν από μένα, και αυτός έχει πάει σχολείο και έχει μάθει ελληνική γλώσσα, και αυτό το θέμα και μου λέει, για να θέλεις ό,τι καιρό να κάτσεις στην Ελλάδα, πρέπει να μάθεις τουλάχιστον πώς να ζεις. Και αυτός μου μάθανε σιγά σιγά κάποιες λέξεις, δηλαδή τα για να μπορώ, αυτά τα προσωρινά. Από εκεί το έμαθα και συνήθιζα και από μόνος μου. Ξεκινά να βλέπω τηλεόραση, ακούω τραγώδια, όλοι μου αρέσουν τα τραγώδια πάρα πολύ και έχω μπιάσει κάποιες λέξεις και ρωτάω. Τώρα έχω 3 μήνες που πήγα από πάω σχολείο για να μάθω την ελληνική γλώσσα, δηλαδή προσωτερά για να μπορώ να διαβάζω και να γράφω. Λόγω ότι δεν μπορώ να. Εντάξει, τώρα να διαβάζω, μπορώ να διαβάζω, αλλά να γράφω είναι λίγο δύσκολο. Λόγω ότι ελληνικά δεν είναι καμία εύκολη γλώσσα, αλλά το μάθεις γλυκόρα. Να έχω καλύτερη ζωή. My name is Hassan. My surname Khaled. I'm 31 years old. I came from Syria, from Aleppo. I speak Arabic language. My mother tongue is Arabic. I speak English. Not perfect English, and also a little bit Greek. I'm learning Greek now. Mon conseiller m'a amené vers une association à des pays. Quand il y a chez lui, maintenant je suis allé au Pôle emploi. Les deux dames m'ont conseillé d'aller au Pôle emploi pour me renseigner, pour faire une formation pour m'intégrer dans ce pays. J'ai dit ok. Pour apprendre à parler, à lire et à écrire, à parler la langue française. Mm-hmm. Donc, si j'ai bien compris, vous avez quitté votre pays pour rejoindre et construire une vie avec votre époux en France. Tout à fait. Vous parliez la langue française, vous parliez le français. Au départ, non. Je ne parlais pas trop bien français, je ne comprends pas aussi le français. Mais au fur et à mesure, j'arrive quand même. Vous avez pris des cours de français en arrivant ou c'est par le biais de votre mari que vous avez pu communiquer au maximum en français? Non, c'est en fait on a fait le DM. C'est à travers le DM que j'ai pu en fait